Tag Freunde, willkommen zu einem neuen Video der OWL Nerf Community. Ich bin Matthias, das ist die Star Wars Rogue One Glow Strike. Was wir von diesem Blaster halten und ob er battletauglich ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hier drin war der Blaster eingepackt. Es war wie immer ein offener Karton, den ich jetzt nicht so bevorzuge. Ganz viele Infos gibt es hier auf dem Karton eigentlich auch nicht, außer den Namen, dass hier vorne schon mal Testbatterien eingesetzt sind. Hinten sehen wir die Anzahl der Darts, die da mitgeliefert sind, aber die sehen wir auch, wenn wir reingucken. Und einmal nochmal den Blaster in groß abgebildet. Ja, ausgepackt haben wir ihn jetzt. So sieht der Blaster aus, wenn ihr ihn ja, rausnimmt. Was ihr noch anbauen müsst, ist dieses kleine Bauteil. Das ist da auch mit drin versteckt. Das haben die halt nur nicht dran gemacht, weil das halt sonst nicht in den Karton gepasst hätte. Ja, das ist die Glow Strike von der Zombie Strike. Allein schon durch dieses Grün meine ich jetzt, dass es der Zombie Strike oder aus der Zombie Strike Serie ist. Nein, das ist natürlich die Star Wars Serie. Die Star Wars Serie ist bekannt dafür, dass sie ein bisschen teurer ist. Ich weiß leider auch nicht mehr, für welchen Preis wir den Blaster besorgt haben. Aber er ist halt allein nur wegen dem Namen Star Wars, müssen die halt ein bisschen was draufschlagen. Aber das kennen wir ja schon von anderen Blastern. Wem der Blaster so ein bisschen, ja, wenn er ihn schon mal gesehen hat, beziehungsweise meint, er hätte ihn schon mal gesehen, der kann ihn wahrscheinlich verwechseln, gerade mit dem Stormtrooper Blaster. Das ist dieser hier. Da ist die Schulterstütze gleich, das Zielvisier ist gleich, außer dass es hier grün und da weiß ist. Und der Pumpgriff ist ähnlich angeordnet. Wir sehen hier aber, dass das Magazin von der Seite kommt und hier haben wir drei Schuss von vorne. So, das dazu. Zu diesen drei Schuss von vorne muss ich sagen, ist das eine recht freche Sache, wenn man jetzt in Sachen Battletauglichkeit dieses Ganze sieht, weil es gibt viele Blaster, die halt drei Darts oder zwei Darts, ein Dart oder auch vier Darts gleichzeitig verschießen bzw. einzeln verschießen. Und die kosten halb so viel bzw. ein Drittel, Viertel, sind weitaus günstiger als dieser Blaster. Und da muss ich echt sagen, ist das eine ganz, ganz unfaire Sache, allein wenn man das jetzt fürs Battle betrachtet. Es werden sechs Darts mitgeliefert. Die Darts haben hier noch so einen Aufdruck von Star Wars. Das sind diese Glow Darts, die halt auch im Dunkeln leuchten, wenn die aufgeladen sind. Und zwar das passiert so, wenn man den Blaster hier einmal durchlädt. Ja, hier ist ein Kontakt drin und dann fangen die Batterien, die hier zu finden sind, nicht die Batterien fangen an zu leuchten, aber die LEDs fangen dann an zu leuchten und bringen dann ja, die Darts zum Leuchten. Was ich so zur Handhabung sagen kann, ist, es ist ganz witzig, dieser Blaster. Er ist relativ groß für die Menge an Darts, wie er verschießen kann. Aber so muss man sagen, mit der Schulterstütze passt das alles ganz gut. Das Zielvisier würde ich im Battle natürlich abnehmen, weil es nur verschwinden kann bzw. abfallen kann und im Battle hat man einfach keine Zeit zum, ja, zum Zielen. Gut, ansonsten würde ich sogar sagen, optisch dieser Blaster sollte ohne Schulterstütze laufen, weil die Schulterstütze, wenn man hier sieht, sie ist so ein bisschen abgehackt. Das ist halt 1:1 die Schulterstütze von dem anderen Stormtrooper, selbst da passte sie nicht so wirklich. Aber ja, nichtsdestotrotz gibt es jetzt diese Schulterstütze da dran, ist in diesem Grün recht cool, beziehungsweise in dem ganzen Grün. Würde sich natürlich an manche Zombie Strike Blaster anbieten. Ich weiß gar nicht, ob manche überhaupt eine Schulterstütze haben, aber ich glaube gar nicht. Das werde ich noch rauskriegen, aber egal. Gut, drei Darts sind drin. Hier hinten wird geladen und dann können drei Darts abgeschossen werden. Ja, und das tun wir jetzt bei einem Schusstest. Los geht's. Oben sehen könnt, haben wir da hinten was aufgebaut. Das ist so ungefähr 10 Meter entfernt. Das sollte natürlich einen Blaster in dem Battle schaffen. Und jetzt probieren wir das mal.
Und zwar, ja los, komm, ich mach mal dieses Zielvisier da drauf. Oh, ich trau mich gar nicht. Okay, er verschießt jeden Dart einzeln. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass alle drei gleichzeitig rauskommen. Also ich habe bis jetzt jedes Mal da drauf gezielt und nicht getroffen. Oder beziehungsweise ging er nach ja, ein paar Meter schon wieder runter, also 5, 6, 7 Meter. Weiter kam er nicht. Halt mal ein bisschen höher. Also das ist ein bisschen traurig. Ich nehme mal hier noch so ein paar Darts. Müssen ja auch keine Leuchtdarts sein, nicht unbedingt. Ja, also so schießen tut er eigentlich ganz gut. Nur, okay, der ging jetzt so ein bisschen weg. Ja, leider keinen getroffen von mehreren Schüssen. Aber man muss sagen, so 10 Meter schafft er einfach nicht. Ich glaube, sonst die Blaster, die. Ach, genau. Aha, da sehe ich es. Hier steht nämlich für 6 Jahre. Und das ist nämlich das Problem. Für 6 Jahre müssen die Blaster vielleicht noch mal ein bisschen mehr gedrosselt werden als die für 8 Jahren. Und ja, das könnte nämlich das Problem sein, warum dieser Blaster nicht so weit schießt. Und darum ist der halt im Battle gar nicht zu gebrauchen. Erstmal wegen dem Preis. Die Handhabung ist zwar ganz cool fürs Battle, weil man ihn halt, also ich würde ihn eher so benutzen. So ist es ganz, ganz cool. Aber wie gesagt, mit einer Reichweite von 7 oder 8 Metern gerade geschossen ist das lächerlich. Also da kann man den Blaster eher weiter werfen, als ihn zu schießen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, diesen Blaster zu tunen. Man könnte mal mit Blaster Parts Rücksprache halten, wenn ihr da Interesse zu habt. Und ansonsten macht dieser Blaster halt fürs Battle keinen Sinn. Gut, schön sieht er aus. Für die Sammlung kann er, ja, sollte man ihn haben oder kann man ihn haben. Aber ansonsten ist es leider nichts. Da gibt es weitaus bessere Blaster, die mal eben so in eine Hosentasche passen. Gut, mehr kann man zu dem Blaster nicht sagen. Das war das Unboxing zur Star Wars Glow Strike. So, der Name ist richtig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns natürlich. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt zu dem Blaster, stellt sie unten oder schreibt einfach unten einen positiven Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Battle. Bis dahin, Leute, ciao.